Ganz wichtig, bevor du dich das nächste Mal an dein Schlagzeug setzt, um zu üben, solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Kennst du das? Du möchtest gerne Schlagzeug spielen und üben, findest aber häufig nicht die richtige Motivation dazu. Dann habe ich in diesem Video 7 Tipps für dich, wie du beispielsweise deine Motivation arbeiten kannst, mit welcher Einstellung du dich ans Üben setzt, wie du dich nicht überforderst, wie du am besten mit Social Media umgehst und noch weitere interessante Tipps. Und wenn du dranbleibst, da habe ich am Ende noch einen extra Bonustipp für dich, wie du deinen inneren Schweinehund überwinden kannst, dich selbst ein bisschen überlistest und dann ins Üben kommst, ohne dass es dir besonders schwer fällt. Neugierig? Bleib also dran! So, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Schnapp dir am besten mal einen Zettel und einen Stift und mach dir ein bisschen Notizen, während du dir das Video anschaust. Schreib dir ein paar Stichpunkte auf. Wenn du eigene Ideen hast, kannst du die noch ergänzen. Und ganz wichtig, schreib die auch gerne in die Kommentare, damit alle deine Ideen noch irgendwie mitbekommen und davon was lernen können. Viel Spaß, jetzt geht's los. Tipp Nummer 1. Üben und Alltag. Vielleicht fällt es dir häufig schwer, dich zum Üben zu motivieren und dran zu denken. Ja, vielleicht hast du es einfach nicht immer auf dem Schirm und vergisst das. So eine Woche geht ja auch schnell rum. Aber das geschieht natürlich umso schneller, je mehr du den Prozess des Übens mit Druck und Leistung erbringen verbindest. Mit üben müssen. Wie kannst du also dafür sorgen, dass das Üben in deinen Alltag integriert wird, ohne dass es dir auch noch besonders schwer fällt? Versuch das Ganze nicht so anzugehen, dass du üben musst oder dass du für deinen Lehrer üben musst oder irgendwas beweisen musst. Sondern mach dir immer wieder klar, du hast dich entschieden, du möchtest Schlagzeug spielen und du möchtest dich verbessern und möchtest irgendwann ein guter Schlagzeuger oder eine gute Schlagzeugerin werden. Wie möchtest du diesen Weg dahin gehen? Möchtest du immer Zwang und Druck und Frustration dabei empfinden oder willst du es wirklich genießen können? Stell dir vor, wie du irgendwann spielen möchtest, wie du irgendwann richtig cooles Zeug spielen kannst und wie sich das für dich anfühlen wird. Wie wäre dann dein Selbstbild? Und mach dir das Ganze auch wirklich zur Routine, dass du dich immer wieder ans Schlagzeug setzt und dir kurz vorstellst, warum mache ich das eigentlich? Wo will ich hin? Wie soll sich das anfühlen? Bevor du beginnst mit dem Üben, arbeite an deiner Einstellung und mach dir klar, was willst du eigentlich und wie soll sich das Ganze anfühlen? Willst du Spaß haben oder willst du Zwang und Druck erleben? Und generell, versuch dir Routinen zu erarbeiten und verbinde sie mit anderen Tätigkeiten. Beispielsweise, wenn du eh schon mehrmals die Woche dich ans Schlagzeug setzt und einfach drauf losspielst, weil du Bock drauf hast, dann versuch das immer mitzukoppeln mit einer gewissen Phase, wo du auch wirklich konsequent und fokussiert an Übungen dranbleibst, die du weiterentwickeln möchtest. Oder richte dir Übezeit vor anderen Tätigkeiten ein und etabliere es zuvor, konsequent deine 15, 20, 30 Minuten zu üben, bevor du beispielsweise mit deiner Arbeit beginnst oder du mit dem Hund Gassi gehst. Dann setzt du dich halt vorher noch mal eine Viertelstunde hin und spielst die wichtigsten Übungen ein paar Mal durch. Wenn du es also schaffst, solche Routinen zu etablieren und dran zu bleiben, wirst du irgendwann ganz automatisch deine Fortschritte spüren und merken, was dir das alles bringt. Und das bringt einen riesen Motivationsschub mit sich. Das kann ich dir versprechen. Übrigens, in der Infobox verlinke ich dir noch ein Video zum Thema Routinen. Das kannst du dir dann hinterher auch nochmal anschauen. Der Spaß kommt beim Spielen. Aber wie so oft bedeutet das, erstmal diesen inneren Widerstand zu überwinden und loszulegen. Dir das Ganze in deinen Alltag zu integrieren und zur Gewohnheit zu machen. Wenn du das aber schaffst, dann wirst du auch sehr bald deine ersten Erfolge feiern können. Sei gespannt. Tipp Nummer 2. Du solltest dich nicht dauerhaft überfordern. Ganz wichtig, überfordere dich nicht mit zu schwierigen Übungen oder zu vielen Übungen oder zu schnellen Tempi. Spiel die Sachen lieber langsam durch, so dass du es gut bewältigen kannst und wähle deine Übung auch so aus, dass sie deinem Level angemessen sind. Du kannst dich auch ruhig mal herausfordern und etwas schwierigere Sachen üben. Aber wenn du ständig über deiner Grenze bist und dich überforderst, dann tut das deine Motivation ganz bestimmt nicht gut. Dann hast du nämlich beim nächsten Mal keine Lust, dich erneut daran zu setzen und dieses Gefühl wieder zu fühlen. Lade dir auf jeden Fall noch das PDF mit dem Übeplan runter. Denn so ein Übeplan ist ein super Werkzeug, um auch die Motivation aufrechtzuerhalten. Weil du kannst da dokumentieren, was du übst, wie lange du übst und vor allem siehst du auch, über welchen Zeitraum du wirklich dran bleibst. Wenn du so einen Übeplan erstmal begonnen hast, willst du ja nicht irgendwie nach 2 Wochen dich hinsetzen und sehen, dass gar nichts passiert ist. Also, das heißt, das ist auch wirklich eine sehr gute Unterstützung. Lad dir das Ding runter und dann lass uns loslegen. Ach, da ist mir gerade noch eine Idee gekommen. Du kriegst also jetzt sozusagen noch vorweg einen extra Bonustipp von mir. Und zwar, tausch dich immer auch mit anderen aus. Du
kannst beispielsweise den Link von diesem Video an deine Freunde schicken oder an deinen Lehrer oder an irgendwelche Menschen, die dir wichtig sind in Bezug auf dein Schlagzeugspielen. Diskutiert darüber und tauscht euch über eure Erfahrungen aus. Das ist also auch nochmal ein sehr guter Motivationstipp. Sei im Austausch mit anderen, redet über eure Erfahrungen, eure Ideen und schreibt sie in die Kommentare. Tipp Nummer 3. Bleibt dran. Häufige Wiederholungen sind das A und O beim Üben. Es bringt dir nichts, wenn du eine Übung 2-3 Mal richtig durchgespielt hast und dann denkst, okay, klappt, ich mache gleich das nächste. Sondern es geht wirklich darum, dran zu bleiben und diese Übungen und Bewegungsabläufe immer wieder zu trainieren. Denn das Ziel ist es immer, dass das Ganze wirklich mehr oder weniger automatisiert abläuft und du nicht mehr drüber nachdenken musst. Und das kriegst du einfach nicht hin, wenn du die Sachen 2-3 Mal durchspielst und dann gleich zum nächsten Ding wechselst. Das ist ja ein Thema, was uns mittlerweile häufig beschäftigt und häufig diskutiert wird. Nämlich, dass man die Fähigkeit verliert, wirklich längere Zeit an was dran zu bleiben und auch das Interesse daran zu behalten. Ja, durch Social Media, TikTok, Instagram und so weiter kriegen wir einfach so viel Input und sobald es irgendwie langweilig wird, kommt der Impuls, dass ich einfach sofort weitermache und da wird schon gleich wieder was kommen, was meine Aufmerksamkeit kurz catcht. Und das ist dem Übeprozess oder der Kultur des Übens überhaupt nicht zuträglich, sondern Üben bedeutet wirklich lange Zeit fokussiert, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und diese Fähigkeit nicht ganz zu verlieren, das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns, glaube ich, immer mehr stellen in Zukunft. Was will ich dir also damit sagen? Bleib längere Zeit an den Übungen dran. Und du wirst merken, dass dir das Ganze mit der Zeit immer leichter fällt, die Bewegungsabläufe sich automatisieren und du nicht mehr dich einspielen musst oder die Übung noch ein paar Mal durchspielen musst, bevor du sie abrufen kannst, sondern das Ganze wirklich parat ist und du kannst es rauslassen, wann immer du es brauchst. Da musst du hinkommen und das schaffst du nur durch Wiederholen und indem du wirklich dran bleibst. Tipp Nummer 4. Zu viele Baustellen auf einmal. Und damit meine ich technisch anspruchsvolle oder koordinatorisch anspruchsvolle Spielfiguren oder Schlagfolgen benötigen hier, dass du dich nicht nur mit dem Ablauf der Schlagfolgen auseinandersetzt, mit dem Bewegungsmuster oder mit dem Spielfluss, sondern häufig mehr Zeit und Aufmerksamkeit, um die technisch anspruchsvollen Herausforderungen oder koordinatorischen Herausforderungen an sich erstmal spielen zu können. Daher gilt es, dass du dich zuvor erstmal mit den grundlegenden Übungen auseinandersetzt, bevor du die in irgendwelche komplizierten Schlagfiguren einbaust. Wenn das nicht der Fall ist, führt das ganz schnell dazu, dass du ständig überfordert bist und dass du ständig über deine Grenze spielst. Somit bleibt dir deine Motivation einfach nicht erhalten, weil du ständig frustriert bist darüber, dass du das nicht umsetzen kannst. Schau dir hierzu gerne mal mein Video zu den 4 wichtigsten Handtechniken an. Ich verlinke es dir in der Infobox. Oder stöber mal auf meinem Kanal, da gibt es auch verschiedene Playlisten zum Thema Üben, Koordination und so weiter. Da findest du bestimmt noch das eine oder andere interessante Thema für dich. Tipp Nummer 5. Mach Pausen. Gönne dir auf jeden Fall auch immer wieder Pausen zwischendurch, wenn du gerade herausfordernde Sachen übst. Denn die Konzentration lässt einfach mit der Zeit nach. Und wenn du dich zwischendurch immer wieder mal erfrischt, ein bisschen ablenkst, vielleicht etwas rumläufst, was trinkst, dann kannst du einfach über eine längere Zeit deine Konzentration auch halten. Also ein guter Tipp ist, dass du dir immer bestimmte Einheiten vornimmst, dass du zum Beispiel sagst, ich übe jetzt mal 20 Minuten die eine Übung, dann machst du mal 5 Minuten Pause, dann übst du 20 Minuten das nächste und so weiter. Dann schaffst du es auch wirklich über einen längeren Zeitraum konzentriert und effektiv zu üben. Was ich dir aber auf keinen Fall empfehlen würde, ist, das Smartphone in die Hand zu nehmen und auf Social Media zu verschwinden, weil dann kommst du wirklich komplett raus aus deinem Übungsprozess. Dann legst du deinen Fokus komplett auf eine andere Geschichte und dann kannst du es meistens vergessen. Denn du kennst es sicher genauso wie ich auch. Da ist man dann ganz schnell mal 30 Minuten oder eine Stunde verschwunden und merkt es gar nicht. Und dann wieder ins Üben reinzufinden, ist echt schwierig. Tipp Nummer 6. Vergleiche dich nicht. Wenn du dir ständig irgendwelche Eindrücke auf YouTube und Instagram und so weiter holst, was andere da gerade für tolles Zeug abziehen, dann nimmst du am Ende nur das wahr, was du noch nicht kannst. Denn du hast am Ende immer nur den Fokus auf der Lücke, die zwischen dir und diesen Spielern noch klafft. Denn was du bei diesen Videos nie siehst und erfährst, sind die vielen Jahre und die vielen Erfahrungen, die diese Spieler oder Spielerinnen bereits hinter sich haben. Die ganzen Misserfolge und die ganze Zeit, die sie investiert haben, um dorthin zu kommen. Was du in diesen Videos meistens siehst, ist einfach eine gut inszenierte Darstellung von einer Momentaufnahme und das Ergebnis von vielen Jahren harter Arbeit. Wir alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, werden unterschiedlich gefördert und kämpfen sicherlich auch mit den gleichen Zweifeln und Schwierigkeiten, mit denen du vielleicht jetzt gerade dich auseinandersetzt.
Dich aber immer wieder mit anderen zu vergleichen, die vielleicht schon viel weiter sind als du oder die vielleicht auch ganz andere Bedingungen hatten und Voraussetzungen, das führt eher zu Frust und dazu, dass deine Motivation in den Keller geht. Sollte es dir so gehen, dann versuch doch mal deine Einstellung dazu zu ändern und freu dich für diese Spieler, was sie bereits erreicht haben, was sie da Tolles darbieten und was möglich ist, wenn man dranbleibt und wenn man seine Ziele einfach kontinuierlich verfolgt. Nimm den Druck raus und genieß deinen eigenen Prozess in deinem ganz eigenen Tempo. Fokussiere dich auf dich und deine Fortschritte und ganz wichtig, genieß das Ganze. Tipp Nummer 7. Sorge für Spaß beim Üben. Sorge dafür, dass du den Spaß am Üben und beim Spielen nie verlierst, weil du vielleicht ständig überfordert bist, frustriert bist oder dich zu sehr unter Druck setzt. Sondern versuche einfach die Zeit des Übens als wertvolle Zeit, als schöne Tätigkeit und als tollen Prozess wahrzunehmen. Also schaff dir wirklich die Bedingung, dass dir das Ganze möglichst häufig Spaß macht und du dich auf die nächste Übersession freust. Das Üben an sich ist nicht Mittel zum Zweck, um irgendwann mal ein toller Schlagzeuger oder eine tolle Schlagzeugerin zu sein, sondern der Prozess an sich sollte Spaß machen. Das ist wichtig. Geh also am besten immer mit der richtigen Einstellung ans Üben heran. Schau, dass du es nie mit Zwang, Frust oder mit sowas wie Hausaufgaben machen verbindest. Frag dich immer mal wieder, warum du eigentlich mit dem Schlagzeugspielen begonnen hast. Richtig, es war der Spaß daran, zu trommeln, auf Dinge zu schlagen, diese Energie zu spüren, neue Sachen herauszufinden und deine Neugierde hat dabei sicherlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich möchte dir hierzu auch nochmal das Buch Effortless Mastery von Kenny Werner ans Herz legen. Ein tolles Buch. Wenn dich das Thema interessiert, lies es dir auf jeden Fall durch. Deine Einstellung beim Spielen und Üben, mit der du dich immer wieder an das Instrument setzt, bestimmt am Ende auch das Gefühl, was du mit dem Instrument verbindest. Hast du grundsätzlich Spaß am Üben und Spielen und wie korreliert das Ganze mit deinem Gefühl, wenn du dich an das Instrument setzt? Überprüfe deine Einstellung immer wieder, wenn du dich ans Instrument setzt und wenn du ans Schlagzeugspielen denkst und pflege diese Einstellung auch. Das ist ganz wichtig. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber das soll einfach mal als Anregung dienen, dich mal selbst zu beobachten, mit welchem Gefühl gehst du an das Instrument, ans Üben ran. Und vielleicht kannst du mal drüber nachdenken, ob das vielleicht irgendwie auch anders geht. Nichtsdestotrotz kenne ich das Gefühl auch sehr gut, was es bedeutet, sich oftmals zu überwinden, sich an das Instrument ranzusetzen, die Stöcke in die Hand zu nehmen, auf ein Blatt mit Noten zu schauen und den ersten Schlag zu setzen. Und im Vergleich dazu ist der Impuls oder der Gedanke an deine Lieblingsserie auf Netflix oder was auch immer dir gerade Spaß macht, sehr verlockend und auch sehr schnell zur Stelle. Und hier kommt dann mein am Anfang des Videos bereits angekündigter Bonustipp mit ins Spiel, um diese Hürde zu überwinden. Denn überraschenderweise ist das meist eine relativ kleine Hürde, die sich aber ziemlich groß und schwierig zu bewältigen anfühlt. Denn wenn diese Hürde erstmal überwunden ist und du eingetaucht bist in deine Übung, dann wirst du sehen, dass es dir wahrscheinlich gar nicht so schwer fällt, dann einfach weiterzumachen und dran zu bleiben. Und das Ganze macht dann plötzlich auch Spaß, denn dein Gehirn freut sich über Futter. Das möchte lernen, das ist ein ganz natürliches Bedürfnis, Herausforderungen zu bekommen und sich mit Dingen zu beschäftigen. Das fällt deinem Kopf eigentlich gar nicht schwer und er freut sich darüber. Das Problem dabei ist halt immer auch er hier, der innere Schweinehund, der halt erstmal gar keinen Bock hat. Vielleicht hast du ja auch so einen. Und daher hier jetzt also mein Trick. Nimm dir zunächst erstmal vor, vielleicht nur 10 Minuten Übung zu spielen oder eine bestimmte Übung dreimal hintereinander konzentriert und langsam durchzuspielen. Wenn du danach immer noch keine Lust hast, dann kannst du dich immer noch mal neu entscheiden, vielleicht was anderes zu machen oder erstmal einfach frei zu spielen. Das Ganze sorgt erstmal dafür, dass du keinen Druck oder keinen Zwang verspürst. Aber in aller Regel, und das geht mir häufig so, ist es dann einfach so, wenn du erstmal eingetaucht bist, kommt der Spaß von ganz alleine und du denkst auch nicht mehr an andere Dinge, sondern du bist dann wirklich drin und dann machst du meistens, ohne dass du es merkst oder dass es dich große Überwindung kostet, einfach weiter. Wenn du erstmal eingetaucht bist, kommt dann auch der Spaß von ganz alleine und dein Fokus ist da, dann fällt es dir meistens gar nicht mehr schwer, einfach weiterzumachen. Ich sehe das beispielsweise immer wieder auch bei meiner Tochter. Die lernt Klavier zu spielen und die Motivation oftmals, wenn die aus der Schule nach Hause kommt und ich sage, komm, jetzt übe erstmal eine Runde Klavier, die ist natürlich nicht da. Sie hat sich den ganzen Vormittag schon in der Schule konzentrieren müssen, still gesessen und so weiter. Und wenn ich ihr dann mit Klavierspielen komme, dann ist es doch absolut nachvollziehbar, dass sie dann nicht Hurra schreit.
Wenn ich ihr dann aber vorschlage, komm, setz dich hin und spiel wenigstens 2 Minuten oder das eine Stück zweimal durch, passiert es ganz oft, dass sie plötzlich für 30, 40 Minuten verschwunden ist und dann irgendwann wieder auftaucht und sagt, so Papa, ich habe alles durchgeübt. Und dann hat sie am Ende auch noch irgendwie Tonleiter gespielt oder so ein bisschen für sich improvisiert und Sachen entdeckt. Und wenn ich sie dann frage, und, war das schwierig? War das anstrengend? Sagt sie meistens, nö, hat Spaß gemacht. Und man merkt dann häufig auch, dass da noch so ein gewisser Stolz bei ihr zu spüren ist. Und denk dran, dir das PDF mit dem Übeplan runterzuladen. Hier unten findest du den Link dazu. Denn du wirst aber feststellen, wenn du damit arbeitest und einige Wochen wirklich konsequent an deinen Übungen gearbeitet hast und Fortschritte gemacht hast, wie gut sich das anfühlen wird. Ich kann es dir nur empfehlen. So, jetzt probier das Ganze doch einfach mal selber aus. Schnapp dir deine Sticks, eine Übung, setz dich ans Schlagzeug und spiel das Ganze 3-4 Mal durch. Und dann schau mal, wie lange du am Ende tatsächlich übst. Und Leute, es ist wirklich wichtig, wenn ihr gute Ideen habt und Anregungen, dann teilt das mit anderen. Ja? Ihr kriegt bestimmt auch immer wieder von anderen irgendwie gute Tipps oder guckt euch Videos an und seid froh über jede Inspiration, die ihr bekommen könnt und jede Information, die euch weiterhilft. Deswegen, wenn ihr gute Ideen habt oder eine gute Ergänzung zu dem Video, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube, am Ende profitieren wir doch alle davon, wenn wir uns austauschen und uns gute Tipps geben. Besser kann es doch nicht laufen, oder? Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg damit und wenn du dich gerne bei mir revanchieren möchtest für die Tipps, die ich dir hier gebe, dann kannst du es tun, indem du mir einen Daumen gibst. Wenn es dir nicht gefallen hast, dann gib mir halt einen Daumen nach unten, kannst du auch gerne machen. Und teile das Video gerne mit Freunden, Bekannten, die sich für das Thema Schlagzeug interessieren. Tauscht euch aus und sonst verlinke ich dir wie immer hier oben noch ein Video, was ich dir empfehle, jetzt im Anschluss gleich noch anzuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.